Gleich ist es 17 Uhr und da haben wir diese Themen bei TAF für Sie. Das gibt es dann um 17 Uhr bei uns bei TAF. Es könnte also dir passieren. Warum versinken in Hollywood immer mehr Promis im Drogensumpf? Jetzt soll auch Friends-Star Matthew Perry rückfällig geworden sein. Ja, so frisch wie hier sieht er allerdings mittlerweile nicht mehr aus. Und auch ein anderer Serienstar hat sich der Polizei gestellt wegen Drogenbesitz. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen eine kleine Party mit Ihren Freunden feiern und plötzlich ist das komplette Haus von Polizisten umstellt. Ja, genau das ist jetzt einem Studenten in München passiert. Ja, wie das so ist, ne? Die Partyeinladung hat sich rasend schnell bei Facebook verbreitet und dann ist das Ganze eben eskaliert. Und jetzt droht dem 18-Jährigen auch noch eine saftige Rechnung. Oder war es vielleicht doch ein UFO? Man weiß es nicht. Diese Antwort können wir nicht klären, dafür aber eine andere. Sie fragen sich nämlich gerade völlig zu Recht, was macht diese Nobelkarre da im Pool? Schön. Die Antwort, nein, die Antwort ist doch total simpel. Wie ist die da hingekommen? Die Freundin war's. Aus Rache. Warum sie den Wagen im Pool versenkt hat und auf was für verrückte Racheaktionen andere noch kommen und warum das nicht immer unbedingt eine gute Idee ist, bitteschön. Ja, kann man nur sagen, erst nachdenken und dann Autos abfackeln. Blöd gelaufen würde ich das Ganze machen. Was? Ja, so sieht's nicht aus. Nicht auf den da hören. Nein. So, stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie wären das Geschwisterkind oder ein Geschwisterkind von Brad Pitt oder Dawson Crowe. So heißt die Gute tatsächlich. Klingt ja erstmal ganz cool. Hat er gut auswendig gelernt, ne? Ja, das ist aber gar nicht mal so einfach, wenn man die Schwester oder ein Bruder von einem Promi ist. Vor allem, wenn man selbst gerne im Rampenlicht stehen würde. Hier kommen die Schwester und Brüder der Promis. Also die einen, die träumen von einem Leben als Geschwisterkind von einem Promi und die anderen, die träumen von einem Leben in Miami. Aber das können sich die wenigsten nur leisten. Da hilft nur eins, reich heiraten. Ach. Das denken sich zumindest unsere deutschen Auswanderer und machen sich auf die Suche nach ihrem reichen Traummann. Und dabei finden sie auch ein paar illegale Wege. Hier ist der dritte Teil unserer Wochenserie Welcome to Miami. Ja, Venedig. Lidstraffung ohne OP. Wie das geht, das verraten wir Ihnen gleich. Jetzt kommen wir aber erst einmal zu einem Promi, der einfach in den Supermarkt gegangen ist, sich an die Kasse gestellt hat und für jede Menge Wirbel gesorgt hat. Wer das ist? Hier ist der TAF Klatsch. So, unser nächstes Thema klingt wie eine medizinische Sensation. Lidstraffung ohne Skalpell und Narkose. Einfach mal so in der Mittagspause. Ja, und das unter 1000 Euro und nur mit Laser. Ob das wirklich funktioniert, wir haben die neue Beauty-Methode mal getestet. Und so geht's dann gleich bei uns weiter. Außergewöhnliche Familie gleich und jetzt gibt's außergewöhnliche Preise. Ein absolutes Highlight in dieser Woche. Sie können nämlich absahnen und zwar eine Rolex in Wert. Rebecca, ein iPhone 8 Plus, eine PlayStation 4 Pro, die Xbox One S. Sie merken, ich passe darauf auf, dass Sie die auch am Ende bekommen, die Rolex. Ja, obendrauf gibt es nämlich noch was. Wir haben eine Michael Kors-Tasche und einen Zalando-Gutschein im Wert von 1.000 Euro. Und dafür müssen Sie uns nur anrufen unter der Nummer 01379 44 6000 mit dem Kennwort Mega. Oder Sie schicken das Kennwort Mega per SMS an 3x die 4, 3x die 1. Du willst die Uhr doch nur selbst passe haben. Passe drauf auf. Viel Glück und bis gleich. Ja. Und herzlich willkommen zurück bei TAF, da waren wir ja schon. So, wir kommen jetzt zu der 15-jährigen Cori. Sie ist nämlich mit ihrem tollen Aussehen, da kriegen wir hoffentlich jetzt ein Bild. Ja, nämlich als neue Model-Hoffnung. Dabei ist sie als Junge auf die Welt gekommen. Ja, und damit ist sie in ihrer Familie auch nicht allein, denn auch ihre Mutter Erika hat sich dazu entschieden, zu Eric zu werden und eben als Mann weiterleben zu wollen. Wir haben diese außergewöhnliche Familie in den USA besucht. Sie hat 57 Bikinis, 72 Sonnenbrillen, 81 Schlafanzüge und 37 Mal das gleiche Paar Schuhe. Ja, völlig gaga, diese Tamara Ecclestone, Tochter vom ehemaligen Formel-1-Boss Bernie. Uns hat sie jetzt, die 33-Jährige, ihr Mega-Anwesen mal gezeigt. Unglaublich. Aber egal, Sie brauchen gar nicht neidisch sein, denn jetzt kommt unser super tolles Gewinnspiel. Da können Sie ein iPhone 8 gewinnen, das iPhone Euro. Cool. Und auch Sie können Luxus in dieser Woche. Es gibt nämlich noch eine Rolex und das im Wert von über 6.500 Euro zu gewinnen. Sie müssen einfach nur anrufen unter 01379 44 6000. Dann nennen Sie das Kennwort Mega oder Sie schicken eine SMS mit Mega an 3x die 4 und 3x die 1. Viel Glück und bis gleich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei TAF. Wir kommen jetzt zu einer Herzensangelegenheit von uns und auch von Ihnen. Denn im vergangenen Jahr wurden über 100.000 Euro für den Red Nose Day gesammelt. Ja, damit haben Sie nicht den letzten Urlaub von Rebecca mir finanziert, sondern das ist in ein Projekt geflossen, und zwar für sozial benachteiligte Kinder. Genau.